Hallo, liebe Kunden und Freunde des Finanzcenters in Ahrensburg. Mein Name ist Alexander Luhn. Ich betreue hier das Baufinanzierungsgeschäft. Und heute möchte ich euch erzählen, warum kleine Immobilienkredite oftmals teurer sind als die großen. Warum es also so ist, dass der Zinssatz bei einer Finanzierung von 80.000 Euro mitunter sehr viel teurer ist oder eine Finanzierung überhaupt nicht angeboten wird als bei einem Kreditbetrag von 350.000 Euro. Das hängt einfach damit zusammen, dass in dem Zinssatz, den euch die Bank verrechnet, ist natürlich neben der Gewinnerwartung, die Bank logischerweise beim Kreditgeschäft hat, auch einen Kostenanteil enthalten. Und bestimmte Fixkosten für die Bank sind immer gleich, unabhängig von der tatsächlichen Darlehenshöhe. Es ist also so, dass immer eure vollständigen Bonitätsunterlagen geprüft werden müssen, also eure Einkommensunterlagen, eure Eigenkapitalnachweise, eure Steuerunterlagen und ein Steuerbescheid zu lesen oder die Einkommensunterlagen zu sichten und die Kontoauszüge. Dauert völlig gleich lang und ist die gleiche Arbeit bei 30, 300 oder 300.000 oder 400.000 Euro Kreditbetrag. Ebenso verhält es sich bei der Prüfung der Objektunterlagen. Es ist der gleiche Aufwand für sämtliche Bankmitarbeiter, die involviert sind, ob sie die Bilder und die Grundrisse einer 300.000 Euro Immobilie betrachten oder einer 100.000 Euro Immobilie. Die Kosten sind immer gleich, verteilen sich aber sehr unterschiedlich auf die einzelnen Darlehensbeträge. Deswegen muss die Kosten bei 80.000 Euro Kreditbetrag dann beispielsweise über einen Zinssatz von 3% wieder hereingeholt werden. Wohingegen, um die Kosten zu decken, bei einem 300.000 oder 400.000 Euro Kredit dann auch 2% reichen, sehr stark vereinfacht ausgedrückt. Das Verhältnis verkehrt sich natürlich wieder ins Gegenteil, wenn die Größenordnung noch größer ist, beispielsweise mehr als 500.000, weil sich dann die Bank aufgrund dessen, dass natürlich ein solcher Kreditbetrag auch für die Bank, wenn da was schief geht, ein Risiko darstellt oder ein größeres Risiko darstellt, gibt sich die Bank mitunter nicht zufrieden mit Unterlagen zum Objekt, die ihr einreicht, sondern sie schickt selber einen Gutachter oder einen Schätzer zu der Immobilie und der arbeitet natürlich nicht karitativ, sondern das kostet auch Geld, dass er das tut, und die dafür entstehenden Kosten fließen auch wieder in den Zinssatz. Dann noch größere Kreditengagements, dann beispielsweise im Millionenbereich, die entscheidet dann logischerweise nicht mehr der Kreditsachbearbeiter in der Bankfiliale vor Ort, sondern da werden dann natürlich hohe Vorgesetzte bis hin bei einer kleinen regionalen Sparkasse dann sogar auf Vorstandsebene entschieden, also weitere Entscheidungsträger, die sich damit beschäftigen, weitere Personen, die alle Personalkosten natürlich verursachen. Die Kosten dafür werden natürlich auf den Zinssatz umgelegt. Wenn ihr dazu Fragen habt und wissen wollt, für welches Finanzierungskonstrukt welche Bank passend ist, schreibt uns sehr gerne oder schreibt mir sehr gerne eine E-Mail.